Herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von F1 2021. Diesmal mit neuem Mikrofon, hoffentlich diesmal etwas besserer Qualität. Ich habe ein bisschen mit Raumhall zu kämpfen, aber wird sich, glaube ich, diesmal ein bisschen besser anhören. Ich bin ruhig, es geht weiter mit der Story von Aiden Jackson. Kasper. Ups. Bitte. Du hättest mich beinahe aus dem Rennen geworfen. Mit dem Manöver hätten wir beide in der Absperrung landen können. Kasper. Komm schon, Mann, du... Ich muss telefonieren. Kasper! Ackermann! Arm! Du kannst das Pay-TV abbestellen. Das hier ist um einiges unterhaltsamer. Ach, ich bitte dich. Hast du nichts Besseres zu tun? Jetzt gerade? Nein. Und das hier will ich nicht verpassen. Ihr beiden, ihr seid wirklich wie... Figuren aus einer grauenvollen Sitcom. Er wollte lieber Ricardo im Team haben. Das weiß jeder. Was meinst du? Die Fahrer reden viel. Und so auch Ackermann. Ja, in der letzten Saison. Ganz egal, mit wem er gesprochen hat. Er hat sich immer über dich beschwert. Hat versucht, deinen Vertrag zu verhindern. Er wollte keinen Anfänger. Oh, hat er das wirklich? Alle wissen das. Ist dir nicht aufgefallen, wie dich alle ansehen? Wir alle haben Mitleid mit dir. Du hattest nie eine Chance. Wenn du meinen Rat willst, zeig, dass er falsch lag. Bleib tapfer! Mom. Hallo, ich habe das Rennen gesehen und wollte mich mal melden. Was gibt's? Ich wollte dich nur loben, so wie immer. Oh, okay. Ich habe gesehen, was mit Kasper passiert ist. Unglaublich, dass er keine Strafe gekriegt hat. Geht's dir gut? Alles in Ordnung. Und Kasper? Was hat er dazu gesagt? Nichts. Er spricht nicht mit mir. Vielleicht solltest du es weiter versuchen, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Denk daran, was deine Großmutter immer gesagt hat. Bei Schlachten, die nicht gewonnen werden können, kämpft man am härtesten. Bin mir nicht mal sicher, ob das Sinn ergibt. Naja, egal was da los ist, lass dich nicht verrückt machen. Und ruf mich später an, okay? Mach ich. So, weiter geht's mit dem großen Preis von Frankreich. Drittes Kapitel. Die Zwischenfälle mit seinem Teamkollegen Kasper Ackermann auf und abseits der Strecke haben Aiden Jackson einen schlechten Start in seine Debütsaison in der F1 beschert. Kurz vor dem Grand Prix von Frankreich will Jackson nur unbedingt wieder in Form bringen. Finden, die ihm in der F2 so viel Erfolg eingebracht hat. Es ist wieder soweit. Die letzten Sekunden, bevor die Lichter ausgehen und es auf die erste Kurve zugehen wird. Wer wird heute auf dem Circuit Paul Ricard den Sieg davontragen? Wir werden es bald herausfinden im Verlauf des großen Preises von Frankreich. Der Circuit Paul Ricard ist eine 5,79 Kilometer lange Strecke, die 40 Kilometer östlich von Marseille liegt. Die Rennstrecke zählt insgesamt 15 Kurven, 6 linke und 9 rechte und besitzt eine riesen Überholmöglichkeit in Kurve 8. Die heutigen Spitzengeschwindigkeiten sollten sich irgendwo bei 330 km/h einpendeln. Willkommen auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich. Es ist das 10. Rennen der Formel 1 Saison 2020 und die Rangfolge in der Tabelle nimmt so langsam Gestalt an, Stefan. Ja genau, an der Spitze kämpfen die drei Top-Teams um die Führung, also alles wie erwartet. Ein bisschen unberechenbarer sieht es im Mittelfeld aus, aber man kann wohl sagen, dass Racing Point nicht ganz so gut abschneidet wie erwartet. Vielleicht, weil die beiden Racing Point-Fahrer sich gegenseitig die Punkte streitig gemacht haben. Es gibt aber noch so viel zu gewinnen und ein großer Teil der Saison liegt noch vor uns. Also warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton jetzt bin ich gespannt. Heute von der Pole und Max Verstappen steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt: Bottas, Leclerc, Dani Quert und Ricardo.
Norris, Vettel, Sainz und Pierre Gasly. Ocon, Ackermann. Nein, Ackermann vor uns, 12. Giovinazzi, Grosjean. Ja, wann komme ich? Russell und Aiden Jackson. Ah, doch, der 18. schon. Und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Es muss schon sehr aufwendig gewesen sein, die ganzen Synchronisationen einsprechen zu lassen von den ganzen Originalkommentatoren in allen möglichen Sprachen. Darunter eben auch hier Heiko Wasser. Zeig, was du drauf hast. Viel Glück, Aiden. Okay, auf dem Circuit Paul Ricard, legen wir mal los. Überholen-Button an und los geht's. Oh, das geht schon gut los. Verwarnung. Hey! Da ist der Frontspoiler ein bisschen angeknackst schon. Ich sehe die Warnung nicht, weil das Aufnahmesymbol der PS5 davor ist. Hier wird nichts geschont. Ja, muss ich die Position wieder zurückgeben. Ja, fall vorbei. DRS ist noch nicht freigeschaltet. Wir können den Flügel noch nicht flach stellen. Nee, die alternative Strategie ist erfahrungsgemäß schlechter. Das heißt, ich soll einfach früher an die Box fahren. Aber ich merke jetzt nicht, dass das Handling beeinträchtigt ist. Ich kenne die Strecke noch nicht so gut. Ist noch nicht so lange im Rennkalender. Romain Grosjean natürlich auf seinem halben Grand Prix. Jetzt hat er mir vorgeschlagen, an die Box zu fahren. So, wir haben wieder ein bisschen Energie gesammelt. Links unten sieht man das. Wir haben aber gerade das Einsatzlimit für unsere Batterie erreicht, können aber jetzt wieder ein bisschen mehr Power bekommen und vorbei an Romain Grosjean. Es steht nur noch Giovinazzi zwischen uns und, wo ist denn unser Teamkollege? Nee, der ist gar nicht im Klassement links oben zu sehen. Muss ich doch mal kurz nachschauen in der Rennleitung. Gerade ein bisschen blind. Wo ist Ackermann? Hier ist Ackermann. 14. Okay. Ah, komischerweise wird der 11. angezeigt und dann der 15. Ist etwa unser Ziel, 11. zu werden? Besiege beide McLaren und Renault-Fahrer. Ach, das ist unser Ziel. Gut zu wissen. Hätte ich doch ein bisschen mehr Plätze noch gut machen sollen. Aber sind nur 3 Sekunden bis zu Carlos Sainz. Der DualSense-Controller ist eine echte Bereicherung für das Spiel. Das haptische Feedback durch die Vibration, das hilft dann schon ein bisschen, die Kurven einzuschätzen, ob man doch zu schnell gerade unterwegs ist oder zu scharf bremst. Vor allem Einsteiger dürfte das helfen. Echt ein bisschen schade, dass dieses Aufnahmesymbol alles verdeckt, was oben eingeblendet wird. Ich hoffe, ich kann das irgendwie ausblenden. Ich hoffe, man sieht es nicht in der Aufnahme, aber ich denke nicht. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. So, jetzt aber.
Eieiei, da gab es eine kleine Berührung. Gut, dass es nochmal glimpflich ausgegangen ist. Nicht wie bei Lewis Hamilton gegen Max Verstappen im letzten Grand Prix in Silverstone. Es sind schon 3,8 Sekunden bis Carlos Sainz. Bis zu Carlos Sainz. Daher kann ich mir jetzt ein bisschen DRS schnappen. Ja, jetzt ist der Flügel offen. Weil wir unter einer Sekunde hinter Ackermann und seinen Teamkollegen waren. Vielleicht kann das ja ein bisschen Schützenhilfe hier leisten. Im Duell mit Darren Butler. Das sind die drei einzigen fiktiven Fahrer. Oh, gab es eine kleine Berührung wieder. Der hält aber gut mit. Pass mal auf, bevor es uns hier noch dreht. Das war der DRS. Okay, jetzt wieder vorbei. ...4,7 Sekunden zu Carlos Sainz. Ich mache Plätze gut, aber verliere irgendwie schon den Anschluss zu dem 11. Ist irgendwie komisch. Gibt wohl einen starken Geschwindigkeitsunterschied zwischen den ersten 11 und alles, was dahinter ist. Ah, zu früh auf dem Gas gewesen. Sekunden ist Butler hinter mir, hat also jetzt auch wieder hier DRS, kann den Flügel flach stellen, ist ein bisschen schneller. So, jetzt 4,4 Sekunden bis Alex Albon im Red Bull vor mir. Wir sind hier natürlich noch in der Saison 2020, deswegen nicht die aktuellen Saisondaten. Oh, jetzt können wir einfach vorbei. Kann ich auch. Das ist echt neu in dem Spiel, dass die KI schon Manöver probiert, die ein bisschen riskanter sind als in der Vergangenheit. Aber gleichzeitig drängt sie einen nicht einfach von der Strecke, wie es bislang der Fall war oft. Codemasters hat also stark an der KI gearbeitet. Obwohl sie gerade noch ein zweites Rennspiel angekündigt haben, mit Grid Legends. Also seit der Übernahme von EA tut sich da wohl einiges. Über 5 Sekunden Abstand.
Na, ist nicht meine Strecke. Seltsamerweise war auch noch keiner an der Box. Ist das jetzt nicht vorgeschrieben in den 20 Runden? Normalerweise muss man ja jede Reifenmischung einmal fahren. War beim Sprintrennen jetzt in Silverstone auch nicht der Fall, deswegen hat man sich da wohl orientiert daran. Der lässt nicht locker. Bis es kracht, ey. Moment, jetzt fahren alle an die Box. Muss man jetzt doch in die Box fahren oder kann ich durchfahren? Ich raff es nicht. Ach, wir haben sogar nur 13 Runden. Ich habe immer rechts oben geguckt, aber das ist natürlich die Position. Vollprofi hier am Werk. Also wenn ich jetzt nicht pitten muss, dann sieht es positionell sehr gut aus. Mal schauen, was hier mein Computer sagt, der Bordcomputer. Runde 1 bis 9 ist das Boxenstoppfenster, wir sind in 7. Die Reifen, oh, wir sind schon gut mitgenommen. Wir fahren hier auf der weichen Mischung, was man an dem Ad sieht. Und an der roten Markierung. Die reichen erfahrungsgemäß nicht so lange, die Reifen, sind aber ein bisschen schneller. Ich fahre jetzt raus. Direkt vor Ackermann. Das war ein gutes Timing, ey. Jetzt dürfen sie hier eine Doppelabfertigung machen, aber direkt hintereinander. Okay, jetzt darf ich ein bisschen warten. Habe ich zumindest ein bisschen meine Ruhe danach. Da wird er nicht gut auf mich zu sprechen sein. Was, eine neue Nase will ich doch gar nicht. Was machen die denn? Ah ja, toll. 9,7 Sekunden und er musste alles abwarten hinter mir. Wäre cool, wenn das dann in der Story nach dem Spiel berücksichtigt wird, aber ich gehe nicht davon aus. Da müssen sie ja für jede Situation quasi die Dialoge einsprechen. Ja, jetzt 17. 15 Sekunden zu Ocon. Läuft gut. Ja, nee, ich glaube, das kann ich neu starten. Ah, da wird sogar empfohlen, dass man die Rückblende einsetzt. Ja, also es ist wirklich knallhart, man sollte die Session neu starten. Die Saison hat nicht ganz so begonnen, wie wir es gerne hätten. Aber wir haben heute die Chance, ein bisschen aufzuholen. Halt dich vom Herrn auf Herrn, zeig, was du drauf hast. Viel Glück, Aiden. Doch nichts kaputt gegangen. Sorry, Teammate.
Ich war nicht mit allen vier Reifen von der Strecke runter, deswegen hat das jetzt gezählt. Boah, wie ich wünschte, ich hätte jetzt DRS, aber natürlich hätte jetzt hier der ganze Zug an Autos DRS. So, Sainz haben wir schon hinter uns, Ocon noch vor uns. Den müssen wir noch schlagen und davor sind auch noch ein paar. Man sieht es hier an den Ampelsymbolen. Über den Fahrernamen. Okay, ich muss einfach weiterhin im Turbo-Modus bleiben, sonst kann ich nicht mithalten. Hier soll man wohl nicht so stark abbremsen. Muss jetzt hier reinstechen. Wenn man am Anfang die Plätze nicht gut macht, dann kriegt man es auch später nicht mehr hin. Muss jetzt hier quasi den Fernando Alonso machen. Eieiei. Oh, haben sie mich aber schön umgedreht. Gelbe Flagge, okay, da ist wohl einer mich reingerasselt. Wie soll ich denn da mithalten mit der Geschwindigkeit? Wenn das Auto nicht schneller fährt, was soll ich machen auf der Gerade? Jetzt weiß ich mal, wie sich so ein Mick Schumacher fühlt. Komm, Gasly, mach ein bisschen Platz. Immer noch kein DRS, nächste Runde erst. Wow, wow, wow. Okay, das war ein bisschen sehr spät gebremst. Ich kann diese Linie nicht halten. Ah, jetzt waren sie ja so langsam. Was ist denn das, ey? Oh, jetzt habe ich aber extrem abgebremst. Das war nicht so gut. Oh, über außen, das könnte was werden. Neben Sepp. Und vorbei an Sepp. Nice. Okay, Danny Ricciardo als nächstes. Auch wieder außen. Nächste Kurve in. Oh, bisschen zu gar. Naja, geht schon. Racing Incident. Die Ampeln sind grün. 0,017 vor Norris. Ich glaube, jetzt habe ich meine Zielvorgabe erfüllt, muss aber noch die Position halten. Nur, in Anführungsstrichen. Aber mit dem unbeschädigten Frontflügel bin ich irgendwie dann doch ein bisschen schneller. Lag vielleicht wirklich daran, dass ich den direkt am Anfang ein bisschen beschädigt habe. Gibt ja da, glaube ich, drei verschiedene Stufen. Grün, Gelb, Rot. Nee, Grün, Gelb, Orange, Rot. Rot ist, wenn er ab ist. Und anscheinend ist schon die erste Schadensstufe, nimmt die schon sehr viel Einfluss auf die Fahrbarkeit, die Fahrtüchtigkeit. Danny Kwiat auf Platz 5, sehr realistisch. Nichts gegen Danny Kwiat, der ist schon ein sehr guter Rennfahrer, sonst wäre er nicht in der Formel 1 gewesen. Aber so ein Alpha Tauri sieht man ja leider nicht ganz so häufig so weit vorne.
Ja, das DRS habe ich immer noch geklaut. Weil ich an dem Messpunkt noch hinter ihm war. Boxenstopp, da habe ich schlechte Erfahrungen. Bitte die Nase dran lassen, es dauert zu lange, sie so wechseln. Oh, sogar ein lila Sektor. Das bedeutet der schnellste Sektor von allen Fahrern. Bisschen zu schnell. Oh, den habe ich aber schön weggedreht. Den Charles. Mit der ist auch noch vorbei. Und schnellste Runde gibt natürlich noch einen Bonuspunkt in der WM. Weiß nicht, ob das hier Einfluss nimmt im Story-Modus. Wow, da habe ich. War ich ein bisschen zu schnell? Zu weit auf den Curbs gewesen, den Randsteinen. Das kann er ja mit DRS schon ein bisschen aufholen, wie man sieht, macht er das auch. Aber noch nicht in Striking Distance. Ich glaube, ich habe da so einen Poller mitgenommen. Wenn ich keinen direkt vor mir habe, an dem ich mich orientieren kann, bin ich irgendwie nicht so gut auf der Strecke. Wenigstens raus aus dem DRS-Fenster. Der Leclerc kann den Flügel nicht mehr flachstellen. Warum soll ich den jetzt Druck machen? Hier ist doch keiner direkt vor mir. Der Boxenfunk ist nach wie vor ziemlich sinnfrei. Kann man auch ausstellen. Oder die Häufigkeit kann man ziemlich penibel einstellen. Also ziemlich genau. So, vor uns jetzt nur noch Bottas, Hamilton und wahrscheinlich Verstappen. Das ist schon mal eine Leistung mit dem BWT. So, jetzt holen wir uns mal die Medium-Reifen. Ich merke schon ein bisschen den Abtrieb. Ist geil, gerade sage ich, ich merke so ein bisschen, dass die Reifen Probleme machen. Genau in dem Moment sagt er keine Reifenprobleme. Mercedes macht nicht den Doppelwechsel wie ich vorhin. Renault macht sich auch schon bereit hier.
Alpha Tauri direkt hinter uns. Jetzt aber fix. 3,1 Sekunden, das geht aber schneller. Red Bull schafft das in 1,9. Hinter Ocon. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. 6 Runden noch. Ich finde meine eigene Linie. Oh, Bottas. Krieg ich den? Den habe ich gekriegt. Grüne Flagge. Das würde ich gerne noch mal sehen. Naja, aber er ist ja eingelenkt. Also er hat eingelenkt, würde ich sagen. Schauen wir mal in der Zeitlupe. Also er lenkt schon sehr früh ein. Er ist so weit drüben. Ja gut, ich hätte auch ein bisschen weiter links sein können. Racing Incident. Das, was Max Verstappen die vergangenen Saisons immer noch so gefeiert hat, wenn er die Mercedes geteilt hat, ist mir jetzt auch gelungen hier mit dem Racing Point. Mittlerweile ist er natürlich schneller als der Mercedes. Da ist das jetzt wirklich kein Erfolgserlebnis mehr. Bottas ist am DRS-Fenster von mir. Und Leclerc auch dahinter. Das ist immer gefährlich, Doppel-DRS. Extra hier noch ein bisschen rausgefahren, damit der Abstand größer wird.
bisschen weit rausgekommen. Abkürzung war das nicht wirklich, so wie ich da doch geschlingert bin. Diese schwarz-weiß karierte Flagge gibt's, nicht die karierte, sondern die schwarz-weiße Flagge gibt's hier wohl nicht. Die bekommt man ja normal, wenn man zu viel abkürzt, glaube ich. Da gibt's dann nur kurze, also diese Verwarnung, diese Einblendung ist quasi die schwarz-weiße Flagge. Und irgendwann gibt's dann eine Strafe, wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn ich den Boxenfunk richtig deute. Schade, dass aber die Abkürzungen nicht so wirklich realitätsnah gewertet werden, weil das war ja jetzt keine Abkürzung, das hat mich eher Zeit gekostet, dass ich von der Strecke abgekommen bin. Gutes Polster zu Bottas mit 3,4 Sekunden, ich komme ein bisschen ran an Lewis Hamilton. Aber da wird wohl nicht mehr so viel passieren. Ja, da sollte man mal wieder gucken. Zwei Runden Überschuss. Da könnte ich jetzt das Benzingemisch auf Fett stellen. Dadurch bin ich ein bisschen schneller. Aber das Fahrverhalten verändert sich erfahrungsgemäß ziemlich stark. Das lasse ich, glaube ich, lieber. Obwohl, auf der Gerade kann ich es mal machen. Ah, ich kann das gar nicht ändern. Das ist ja doof. Liegt vielleicht an den Fahrhilfen oder so. Obwohl ich ja jetzt eigentlich die gleichen Einstellungen habe wie in dem letzten Spiel. Und da ging's. Mag aber auch am Modus liegen. Das ist ja eins der wenigen Rennen, dass wir jetzt hier komplett fahren dürfen in dem Modus. Sonst haben wir immer größtenteils die letzten Runden oder zwischendrin mal was spielen dürfen. Sehr unausgeglichen. Manche Strecken werden übersprungen, manche dürfen wir ganz fahren, andere nur halb. Zwei Sekunden zu Lewis. Hammer Time. Ich würde jetzt gerne das Benzingemisch auf Fett stellen. Ja, so lang geht aber das Rennen nicht. Junge, mach mal den Turbo an. Oh, Verstappen ist Zweiter jetzt. Lewis gibt Gas. Lila Sektor. Und das so spät im Rennen mit den Medium-Reifen. Aber wir haben natürlich kaum mehr Gewicht. Der ist auch noch. Weil ja der Großteil des Benzins verbraucht ist. Könnte doch noch was werden mit dem zweiten Platz. Vorletzte Runde. Wäre interessant zu wissen, ob, wenn man das Rennen gewinnt, ob dann die Story anders verläuft, ob es dann andere Dialoge gibt.
würde es gerne einmal zwischenspeichern, wenn das ginge, und dann einmal gewinnen und einmal nicht gewinnen. Das auszutesten. Aber das geht wohl nur, indem man das Rennen komplett nochmal fährt. Das ist es mir jetzt aktuell nicht wert und es ist auch nicht so spannend zuzuschauen dabei. Oh, jetzt brauche ich doch mal eine Rückblende. Eine der wenigen, die ich hier brauche in diesem Rennen. In diesem Versuch, muss ich eher sagen. Im letzten gab es ja sehr viele. Wäre ich nicht direkt hinter den ersten zwei in der letzten Runde hier, hätte ich jetzt nicht zurückgespult. Yes! Früh auf dem Gas. Da war der Messpunkt für DRS, die weiße Linie. Bin zu weit weg. Hier bräuchte ich noch einen DRS. Schnellster Sektor. Das war doof. Ich muss da dranbleiben. Ich darf ja nicht so mit der Brechstange reingehen. Jetzt aber nein. Jetzt nochmal die Chance. Jetzt. Hohoho. Yes. Stimmt, können sie es mit jedem der Teams im Mittelfeld aufnehmen. Was sie heute klar bewiesen haben. Die heutige Leistung von Racing Point hat gezeigt, dass sie mit den Etablierten des Sports mithalten können. Die Fahrer begeben sich soeben auf das Podest und die Reaktion des Publikums muss für sie unglaublich motivierend sein. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Aiden, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es aufs Treppchen geschafft. Das war ein fantastisches Ergebnis für Sie und Ihr Team. Wie fühlen Sie sich dabei? Es war natürlich eine Teamleistung. Es war eine Teamleistung. Ich sitze nur am Steuer. Das war ein fantastisches Ergebnis heute und ich finde, wir haben es alle verdient. Ich freue mich nur, dass ich das fürs Team nach Hause fahren konnte. Also, das war wirklich ein tolles Ergebnis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das hier Ihre erste Saison in der Formel 1 ist. Würden Sie sagen, Sie haben sich hier jetzt eingewöhnt? Tiefstapeln? Was mache ich? Ja, ich habe bewiesen, dass es mit dem F1-Auto genauso klappt wie mit dem F2-Auto. Ich denke schon. Ich würde sagen, ich habe heute bewiesen, dass ich mit einem Formel 1-Boliden genauso gut fahren kann wie in der F2. Egal, was andere darüber sagen. Ich glaube, das Team stimmt mir dazu. Es gibt also derzeit keine Spannungen im Team?
Wir konnten alle sehen, dass Sie und Kasper im bisherigen Verlauf der Saison auf Konfrontationskurs waren. Liegt das jetzt hinter Ihnen? Wenn es Probleme gibt, dann liegt das bestimmt nicht an mir. Kein Kommentar. Ja, Eingewöhnungsphase. Machen wir es mal diplomatisch. Es gibt wohl immer so etwas wie eine Eingewöhnungsphase, ganz egal, wer dein Teamkollege ist. Eine starke Persönlichkeit gehört bei diesem Job mit dazu. Es gibt zwar Meinungsverschiedenheiten, aber die kriegen wir schon in den Griff. Klasse, das war dann alles. Das ist der gleiche Satz wie im letzten Spiel und im vorletzten Spiel. Die haben wohl einiges an Synchronisation übernommen. Kapitel 3. Jackson hat beim Grand Prix von Frankreich eine solide Leistung abgeliefert. Ich habe das Ding gewonnen. Und die Position von Racing Point als ernstzunehmender Gegner der vielen Teams im Mittelfeld der F1 gefestigt. Ich habe es gewonnen, schneller als Mercedes oder Red Bull. Sehr zur Freude der Teamleitung und der Fans. Ja, leider wird die eigentliche Leistung nicht wirklich gewürdigt in dem Modus wohl. Ah, eine Belohnung, okay, cool. Mal schauen, was in den Mails steht. Er wird schon ein bisschen drauf eingegangen, dass wir auf dem Treppchen sind, das ist schon ganz cool. Brian? Aiden, nur damit du Bescheid weißt, wir haben eine Teambesprechung in 20 Minuten. Kein Problem. Wir wollen nur unsere Strategie besprechen, solange die Erinnerung an das Rennen noch frisch ist. Alles klar, wir sehen uns dann. Und bei der Gelegenheit wollte ich nur sagen, du bist heute gut gefahren. Ich bin beeindruckt. Das höre ich gern. Danke, Brian. Sagen wir mal, es wurde zur Kenntnis genommen. Gute Arbeit, Junge. Wir sehen uns in der Besprechung. Auf diese Besprechung bin ich gespannt. Kapitel 4. Ah ne, es geht direkt zu Silverstone. Während es bei Racing Point weitere Anzeichen für eine Verbesserung gibt, ist der Blick der F1-Szene auf Silverstone gerichtet. Es wird eine schwere Prüfung für Rookie Aiden Jackson, der hofft, die Zuschauer seiner Heimat zu beeindrucken. Er fehlt ein E. Und sie auf dieser geschichtsträchtigen Strecke für sich gewinnen zu können. Ja, das wird natürlich jetzt ein interessantes Duell gegen Lewis, wenn ich da wieder rankomme vorne. Starte wahrscheinlich wieder weiter hinten. Aber jetzt haben wir nur noch 12 Minuten maximal für dieses Video, weil länger als eine Stunde nimmt die PlayStation 5 ja nicht auf. Deswegen mache ich hier einmal Schluss und im nächsten Video geht's weiter mit dem großen Preis von Großbritannien.